Herzlich willkommen zum Technikvideo des Minimate 780G-Systems. In diesem Video werden wir behandeln, wie Sie mit dem System starten. Zunächst benötigen Sie folgendes Pumpenzubehör: die Insulinpumpe Minimate 780G, ein Reservoir, Ihr Infusionsset, das AccuCheck GuideLink Blutzuckermessgerät und Insulin. Für die kontinuierliche Glukosemessung benötigen Sie den Transmitter, das Ladegerät, den Glukosesensor, den OnePress-Sorter und das Pflaster. Schauen wir uns zunächst die Bedienung der Insulinpumpe an. Die Pfeil-nach-oben-Taste, mit dieser können Sie durch das Menü navigieren und Zahlenwerte anpassen. Mit der Pfeil-nach-rechts-Taste können Sie ebenso durch das Menü navigieren. Mit der Pfeil-nach-unten-Taste können Sie durch das Menü navigieren und ebenso Zahlenwerte anpassen. Das gleiche gilt für die Pfeil-nach-links-Taste. Die Taste in der Mitte, mit dieser Taste können Sie Menüpunkte auswählen, das Hauptmenü anwählen und Auswahl bestätigen. Die Taste oben links mit dem geschwungenen Pfeil, durch ein kurzes Klicken gelangen Sie eine Menüebene zurück. Drücken Sie diese Taste lang, kommen Sie in die Ausgangsanzeige zurück. Die Raute-Taste oben rechts führt Sie in den Sensorgraphen. Durch ein langes Drücken dieser Taste aktivieren Sie den Schlafmodus. Die Ausgangsanzeige bei Verwendung mit CGM sieht wie folgt aus. Oben haben Sie die Statussymbole. In diesem Bereich sehen Sie die CGM-Verlaufskurve der letzten 3 Stunden. Die obere orangene Linie stellt Ihren individuell eingestellten Grenzwert hoch dar. Die untere rote Linie stellt Ihren individuell eingestellten Grenzwert niedrig dar. Der grüne Bereich in der Mitte symbolisiert den Zielbereich, Glukosewerte zwischen 70 und 180 Milligramm pro Deziliter bzw. 3,9 bis 10 Millimol pro Liter. Die hellblaue Linie zeigt Ihre Sensorglukose-Verlaufskurve. Das Symbol in der oberen Zeile stellt das Unterbrechungssymbol dar, falls Sie Unterbrechen vor niedrig oder Unterbrechen bei niedrig aktiviert haben. Auf der rechten Seite sehen Sie Ihren aktuellen Sensorglukosewert, darüber gegebenenfalls 1, 2 oder 3 Trendpfeile. Unten rechts sehen Sie aktives Insulin eines vorher abgegebenen Bolus. Das Minimate 780G-System verfügt über Tasten mit Direktaufruf. Wenn Sie aus der Ausgangsanzeige die Pfeil-nach-unten-Taste betätigen, gelangen Sie direkt in den Bolus-Expert. Durch Betätigen der Pfeil-nach-oben-Taste aus der Ausgangsanzeige gelangen Sie direkt in die Statusanzeige. Insofern ein Bolus abgegeben wird, haben Sie hier auch die Möglichkeit, den Bolus zu stoppen. Durch Betätigen der Pfeil-nach-rechts-Taste sehen Sie die Zeit im Zielbereich der letzten 24 Stunden.